Von außen sah man dem Stephansdom nicht an, was sich in seinem Inneren abspielte. Electric Church gastierte im dritten Jahr erstmals in der dreischiffigen gotischen Kathedrale, ein multimediales Ereignis mit biblischen Themen. Mein Vorschlag war, wenn ihr euch schon darüber traut, an alte biblische Geschichte, nehmt doch starke Frauengeschichten aus dem Alten Testament. Und wirklich, ich bin beeindruckt davon, was daraus gekommen ist. Eine Flüchtlingsgeschichte des Mädchens, wie es jetzt sich überall in unserem Land abspielen könnte, verwoben mit 10 biblischen starken Frauen, die das Leben abbilden. Der Stephansdom war an diesem Abend so voll wie sonst lediglich zur Mitternachtsmette. Ja, das Moderne, glaube ich, bringt viele Leute in die Kirche, die sonst nicht in die Kirche gehen. Es war heute ein Ereignis und ich meine, für diesen Abend extra geschrieben. Ich hoffe, dass sie das noch wirklich oft aufführen. Ich habe mich nur gefragt, ob der Kardinal weiß, dass hier so Techno- und Popklänge im Stephansdom gespielt werden. Aber ja, ich glaube, wenn er sieht, wie voll die Kirche ist, dann ist es ihm sehr recht. Die Veranstalter haben auch schon große Zukunftspläne. Wir sind im Linzer Dom am 4. März, auch riesig. Wir wollen nach Hamburg, nach Köln, nach Berlin, in vielen Städten Europas. Die Religion hat auch so viel Einfluss auf verschiedene Punkte. Und ich glaube, mit solchen Dingen wie der Electric Church kann man zeigen, dass Religion eben auch oder ein religiöser Aspekt verbinden kann, anstatt zu trennen.